Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Mit ein bisschen Verspätung geben wir uns jetzt aber auf jeden Fall noch die Outtakes von der letzte Song des Osterhasen. Ich weiß immer noch nicht, ob es des Osterhasens sein sollte. Ich habe leider keine Korrektur bekommen, aber ich denke mal, es wird korrekt sein, wenn es da so steht. Ey, geniales Video gewesen. Ich habe mir das mittlerweile so oft angesehen in unterschiedlichen Reaktionen. Ich kann eine von The Changeman, Josef, auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Er ist selber Filmemacher und hat so ein paar Sachen, die filmisch da gemacht worden sind, erklärt und nochmal, beziehungsweise aus seiner Sicht auch, einfach drüber geredet. Und das war mega cool, das anzusehen. Vince hat ein cooles Video gemacht, Vincent Lee. Von daher schaut euch gerne die anderen Reactions an. Die Crew selbst hat logischerweise auch eine Reaction hochgeladen. Und jetzt geben wir uns die Outtakes. Ich freue mich sehr darauf. Ich hoffe natürlich auf möglichst viele Outtakes von Gronkh, Ayblali, Tadl und Elif irgendwie, weil es immer cool ist, auch diese anderen Leute mal da zu sehen. Gerade bei Elif, weil Elif einfach ein unfassbar lustiger Mensch ist. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Link zum Originalvideo wie immer ganz oben in der Beschreibung. Und falls ihr meine Reaction zu dem Osterhasen-Video noch nicht gesehen habt, dazu werdet ihr den Link hier oben finden irgendwo. Gut, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Let's go. So, wie sage ich euch das jetzt? Es gab keine Outtakes. Es gibt einen neuen Colorway, aber limitiert. Farbe Natural Raw. Auf Devil's Sister angelehnt. Ach ja, und es gibt jetzt die Fuck Off Socken im Eternal God Store. Socken-Game auf ein anderes Level gebracht. Da könnt ihr einfach ganz liebevoll. Ey, bei Socken bin ich ganz erstmal, dass er das uns umsonst hier zur Verfügung stellt. Danke, Ju. Bei Socken bin ich sehr picky, muss ich sagen. Weil die meisten Merch-Socken haben einen Scheißstoff, to be honest. Der sieht aber gar nicht schlecht aus. Könnte gut sein. Ich brauche Feedback von euch. Jemand sagen, dass er sich verpissen. Das war eine Idee, die wir Anfang des Jahres hatten und ich finde die immer noch sehr, sehr geil. Das heißt, wenn ihr euch so hinlegt und mit jemandem sprecht, könnt ihr einfach so machen. Ich habe eben überlegt, ob man da so ein Wortwitz draus machen könnte mit Socken und ich dachte, dass man Suck Off draus machen könnte. Aber Suck Off ist ja einfach sowas wie Fuck Off quasi. Und es gibt noch eine Fuck Off Bauchtasche dazu. Hier ein Sie Bild. Sieht geil aus. Und ja, jetzt geht's eigentlich schon los mit den Outtakes. Ich habe gar Die Bauchtasche sieht sehr geil außer aus. Außer natürlich, weil mich auch immer wieder Leute fragen, ja, den Song, den Osterhasen-Song Bunny Bars gibt's auf jeden Fall auf allen Plattform-Streaming-Diensten wie Spotify und Co. Wir würden es natürlich über Der die komplette in den Community Top 50 Power Spotify aktuell. Lasst gerne ein Like da, lasst einen Kommentar da. Sehr cool. Aber vor allem unter dem Hauptvideo. Ihr wisst, Freunde, ich sag's Safe. Nicht Supportet oft, das aber Ding. Bei den Hauptvideos Supportet da ist der andere Du am Start. Der Osterhasendreh war leider sehr, sehr problematisch, aber darüber haben wir auch schon in unserem Reaction-Video gesprochen. Es lag auch so ein bisschen an diesem Kostüm selbst. Also das von denen habe ich noch nicht gesehen. Ich habe das von Vince habe ich ein bisschen geguckt und das von The Changeman habe ich komplett gesehen. Das von denen habe ich leider noch nicht gesehen. Aber trotzdem sind super geile Momente entstanden. So viele coole Lacher, so viele coole Outtakes. Deswegen Geil. Wünsche ich euch natürlich viel Spaß mit dem Video. Ich weiß gar nicht, warum ich das hier mache. Ich sage jedes Mal dasselbe eigentlich. Ich wünsche auch viel Spaß beim Video, Ju. Das ist doch schon Ah, da haben wir doch Gronkh. Das ist toll. Das ist toll. Super läuft das bei dir. Geil. Titten auf Tisch. So. Sag mal. Das ist auch so cool zu sehen, wie der Beichtstuhl aufgebaut ich ist. Ich hab's vermasselt. Nur weil ich den Zorn meinen Nippel geliebt werden zu wollen. Das ist Oh. Das ist so cool, Gronkh so zu sehen. Du packst sie wieder auf zwei Parkplätzen. Ich bin wirklich gebrochen. Das ist mein Junge. POV, du bist einmal Praktikant bei Drew und wirst einfach für sowas ausgenutzt. Bro. Ja, ja. Ist ja gut, ich mach schon. Das ist so krass zu sehen, Mann. Bro, imagine. Ey, dieser Todesblick von Ju. Direkt recast. Werden zu wollen. Das ist nichts als ein heißer Wunsch. Der wäre gut gewesen. Ich wollte gerade die vierte Wand durchbrechen. Oh, du bewegst dich auf ungesundem Pfad. Das ist eine Pause für Zuschauer, damit die sich was überlegen können. Sympathisch aber. Bro, das ist das ekligste Wasser der Welt, glaube ich, da drin. Ich sag's dir, so ist. Du musst lernen, loszulassen. Oh, fuck. Mann, ich konnte es gerade eben auswendig, ich schwör's. Ich habe nur noch eine letzte Bitte. Ich schwör's. Meine Bürde. Krass, wie viel da auch dieses Licht immer so ausmacht, Junge. Nein, nein, nicht das perfekt. Oh, weißt du. Oh,
Yoda. Geil. Wenn die Schärfe auch da gewesen wäre, wäre es richtig schön. Oh, Manu! Weißt du, wie groß dieser Display ist? Nicht groß. So, ein allergrößter Fan bin nicht ich, sondern ist Julia. Deswegen haben wir uns überlegt. Ist das, also, macht ihr das jetzt, um sie bloßzustellen? Nein, gar nicht. Was ist das für ein Bild? Hey, das ist das süß. Das ist richtig süß, das Bild, Junge. Das ist das Bild ever. Das möchte ich auch unterschreiben. Ja, für Julia Badix. Guck mal, Julia. Das landet auf eBay. Das landet auf eBay, Junge. eBay 1000 Euro. Ja, ich wusste es, Junge, ich wusste es. Alter, wir sind die größten Hongs. Wir haben gerade gesehen, dass hier nur eine Folie ist. Ja, wie dumm sind die denn auch, Junge? Nein, voll dumm. Ja, ist sogar noch viel schöner geworden. Wer braucht das hier? Hallo, Julia. Es geht. Geschenk für dich. Perfekte Geschenk für dich. Die Arme. Süß, Junge, aber. Cute. Zeig mal. Ein Autogramm. Ja, dieses Bild von T. Das ist ja voll cool. Ist das echt oder? Das ist echt. Nein, das ist echt. Ich finde cool, dass wir einfach so ein Vlog-Segment haben, all of a sudden, Bro. Zeig doch mal in die Kamera. Ich warte auf mein Exemplar. Für Julia Bad X. Oh mein Gott, das hänge ich mir übers Bett. Was wir für die Community und die Fans machen. Ich hätte nicht gedacht, ich habe einen Vollknall. Nö, ich glaube, wir fanden es auch ganz süß. So, das war's. Das ist mein Bild. Da unterschreibe ich jetzt. Wunderschönes Gemälde. Wow. Man weiß nicht, von wem das kam gerade. Schnitt! Okay, das reicht. Du musst in die Maske, wir müssen zum nächsten Set. Sie haben wenigstens Catering. Es fällt mir so schwer, meinen Mund aufzumachen vor der ganzen Mannschaft. Ich muss das heiß machen. Oh. Okay, das reicht. Ab in die Maske, wir müssen zum nächsten Set. Sie haben Catering. Haben die da Nudeln? Oder glutenfrei. Junge, das fand ich so schön, weil ey, ich hab's in meiner Reaction schon gesagt, so, ich muss alles glutenfrei essen, weil ich Zöliakie hab. Was basically ist, du bist gegen Gluten allergisch, so ganz grob zusammengefasst. Und deswegen habe ich das gefreut, Junge. Ja, geil! Ich sehe einfach nur, wie du so ganz schnell weg bist aus der Szene. 5, 6, 7, 8! Immer was machen, wenn nicht wie du heißen, ja, das weiß ich. 6, 2, let's go! 1, 2, 3! Ich sag's wie es ist, dieses Kostüm und Ju, so einfach, die passen sehr gut zusammen. 5, 6, 7, 8! Ich fände es manchmal nice, weil ich wusste jetzt gar nicht mehr, was Ju eigentlich machen sollte in dieser Szene, wenn man so eine Reference-Szene noch irgendwie hat. Die ganze Welt. Ich würde mich freuen, wenn mich was übrig bleiben würde. In der Welt ist nichts mehr übrig. Junge, so, das ist ganz ein bisschen von creepy auch gerade. Das ist so ein Stück vor sehr gruselig hier. Ein echter Stein. Keine Metapher mehr, Vater. Ach ja. Ich bin Profi übrigens. Still bleib mit dem Auge. Ich bin nicht mehr mitgerappt. So viele Sachen auf einmal. Das ist echt schwierig. Auge, oh Gott. Wurde nicht sogar sowieso der Mund verdeckt durch bisschen die Hand? Tiefer noch. Aber weiß man ja on set auch nicht. Ein bisschen tiefer noch. I guess. Kleinen Knacken höher, ja. So, ja. Das war perfekt. Bro. Oh. Jetzt war's viel. Ich liebe, dass wir diese Aufnahme gerade bekommen, Bro. Fuck. Bro. Ich finde diesen ganzen Körpereinsatz richtig gut, Junge. So richtig in der Rolle drin, Junge. Kamera läuft. Motherfucker, es ist der Sohn Gottes, der frisch wiedergeboren ist. Trotzdem, diese Anfangsszene ist so geil. Und bitte? Danke. Kamera läuft! Go! Los! Sorry. Dieses Kaliber vor deinem Feature-Track auf Repeat immer wieder, es gibt nie Respekt. Oh, das war ja ganz schön laut. Oh, ich liebe Sean. Sean, so ein guter Mann. Haben wir Sandfee hier zur Hand? Better safe than sorry, man. Fuck it. Warte.
Können wir das in den Koffer machen? Ist in die Scherben in dem Koffer drin? Nein, das ist so total bescheuert. Das kriegst du voll einfach weggesaugt hier gerade. Ich sag dir, es ist eigentlich smart. Lass mal so liegen, dass du da rein. Ich, irgendeiner wird sich schneiden, ich sehe es doch schon. Ich zieh jetzt einfach so raus, ja. 3, 2, 1. Und der krasse Filmcrew. Okay, keiner hat sich geschnitten. Und der fette Filmcrew. Und ein krasses Filmcrew. Aber ein doppelter Filmcrew auch, Bro. Bitte. Dieser pure Schock einfach. Warte mal, das ist irgendwie das Thomas Gesicht. Junge, ich sag's wie es ist, dieses Gesicht sieht aus wie ich. Ich dachte gerade ganz kurz, wann war ich da? Aber das ist einfach Thomas, Junge. Und Thomas hat eine Glatze, ich nicht. Aber diese Silhouette, ganz ehrlich, diese Silhouette sieht aus wie... Ich muss in diese Richtung gucken. Das sieht aus wie... Habe ich einen Kopfhörerabdruck? Ich habe voll oft hier so einen Kopfhörerabdruck. Thomas, Silhouette, das ist gar nicht die Silhouette, oder? Seitenansicht. Thomas, wie heißt denn das? Profil. Das Profil oder das Profil? Bro, ich weiß es doch auch nicht, Mann. Auf jeden Fall, Thomas sah hier gerade aus wie ich. Das Thomas Gesicht in der Spiegelung. Einfach komplette volle Kanne. Geil, das mit Elif war so cool, Mann. Mega nice. Oh, mit Mui noch. Oh, Mui so süß. Marcel? Ah, süß. Ich sag's auch nochmal, wie es ist. Dieser Song ist eine 20 aus 10. Der Hase braucht wieder mega eine Bühne. Nice. Die Leute müssen ihn wieder lieben lernen. So, Ju guckt immer so judgend auch, wenn irgendjemand was macht. So ein bisschen so, ernsthaft, ey, Bro, schon wieder jetzt? Schon wieder was verkackt? Deine Film... So, Mann... So, Mann, Mann, deine Filmcrew ist jetzt da. Das andere ist noch mehr Herr Newstime. Okay. Go! Imagine, du sagst zu Herr Newstime, nee, mach es doch mal anders, das war mehr Herr Newstime. Obwohl jeden Satz, den Herr Newstime gesagt hat, voll Herr Newstime stammt. Das war falsch, ja. Go! Go! War das Ding aus Schaubestoff, frage ich mich gerade, weil es hat keinen Sound gemacht und das kann ja sonst richtig easy kaputt gehen. Die Scheißtruhe geht nicht auf. Oh, das fällt ein Ei runter gleich. Nächster, na, magst du Bratwurst? Nächster. Den hätte ich auch mehr gefühlt als, lass mich raten, du magst auch Bratwurst. Ja, also für die Storyline ergibt es mehr Sinn, wenn er sagt, lass mich raten, du magst auch Bratwurst, aber... Irgendwie hätte ich es nice gefunden, hätte Vic auch wirklich gesagt, magst du Bratwurst? Ach, lass mich raten, du magst auch Bratwurst. Das war der Take. Das war der Take, der Osterhase. Drin war. Typisch, dass so ein C-Promi wie einen Lauten machen muss. Aber noch viel schneller. Noch schneller, okay. Na, wusste ich's doch, der Osterhase. Er macht's einfach noch langsamer, einfach so langsamer einfach. Typisch, dass so ein C-Promi. Noch schneller, meine Güte. C-Promi? Wohl eher D. D wie Dschungelcamp. Komm doch früher. D wie deine Mutter. Nicht so früh, das war einer zu früh. Du bist eine Kackwurst. 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 Das hat jetzt so ein bisschen diesen Holländischen. Du bist eine Kackwurst, du. Ich kenn das nicht. Die lacht die ganze Zeit im Hintergrund. Meine Tasche, da ist alles drin. Mein Handy, mein Portemonnaie, mein Geld, meine Sparkassenkarte, meine AOK-Karte. Bitte, was? Karte, Cyberkarte gesagt. Nochmal. Ey, die ist mies sympathisch, aber die ist sehr sympathisch. Ich bin ja keiner. Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir doch. Mach doch was. Polizei, hey. Ruf doch jemand mal das Handy, ich hab kein Handy, verdammt, ruf doch mal an! Die mag ich gerne, Mann. Jetzt ist Erik abgedreht. Josh, denk dir doch irgendwas aus, wir haben noch Zeit. Lass uns doch noch diesen Tanz mitnehmen. Yeah. Schluss. Geil, Mann. Du nicht. Original Bad Bunny Baby Baba Bala. Ganz kurz Sendung noch abfahrt. Es kam nichts. Ich bin enttäuscht. Es kam nichts am Ende. Ich bin enttäuscht. Mehrfach. Ey, es war ein sehr cooler Behind-the-Scenes-Look. Ich werde mir auf jeden Fall noch die Reaction von denen ansehen, weil man da immer logischerweise am allermeisten
Einblicke, Stories und so noch bekommt und Sachen, die erzählt werden, sind da immer übelst informativ, als meine Augen sehr rot sind übrigens. Ich habe meine Kontakt... Oh, die sind sehr rot. Ich habe meine Kontaktlinsen sehr lange drin. Ich habe sie um 9 Uhr reingemacht, jetzt ist es gleich 0. Wie viel Zeit ist denn das? 17 Stunden? War das richtig? Nee. 16 Stunden. 15 Stunden. 15 Stunden habe ich sie drin, darf man. Sollte man nur so 12 Stunden dran lassen. Whatever. Ey, mega nice Outtakes, muss ich sagen. Ich fand cool, dass wir von jedem so ein bisschen was hatten. Und auch, dass wir so mehr auch behind the scenes hatten. Und nicht nur Outtakes, sondern eben auch so ein bisschen vom Making-of gefühlt was hatten. Ja, ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag. Bleibt bitte alle so fresh und gut aussehend, wie immer und wie ihr seid, ja. Und dann sehen wir uns. Ciao, ciao.